Wenn wir schon hier unterwegs sind. Hallo, Luft. Du machst immer denselben Satz. Du sagst die Hinweise. Genau, folge den Fußstapfen von Kielhagen, dem Weisen. Und das ist der Elementarschrein des der Luft. Und das war der Weg der Schlange. Okay. So, Access. Okay. Ja. Wenn ich mir überlege, vor zwei, nee, vor drei Aufnahmesessions waren wir noch so abgefuckt, weil ich mich versucht habe, krampfhaft durch die Katakomben zu kämpfen. Jetzt sind wir ständig auf Abwägen und finden einen Haufen cooles Zeug. So. Soll ich mal kurz noch an den Strand gehen? Gucken, ob Schildkröten gespawnt sind. Ja. Nicht hier durch, sondern hier durch. Hier sind keine, aber wir können hier durch drumherum gehen. Und hier sind leider auch keine Schildkröten. Na gut, wenn wir jetzt gleich in den Hub zurückgehen, können wir mal kurz an den Shipwreck Beach gehen. Dort dürften immer Schildkröten ein paar respawnen. Weil hier können wir leider nichts angeln am Meer. Hier war nur das Secret, wo uns der erste Oger geschockt hat. Ich finde es übrigens cool, was sie aus den Ogern gemacht haben. Und ja, das hier ist das mit den Kräften. Also auch wieder auf die Runentafel bezogen. Ich weiß nicht, im ersten Teil war nicht so viel mit der Runentafel gemeint. Aber das haben sie wohl jetzt hier im zweiten Teil, der eine richtig wichtige Bedeutung gegeben. So, hab. Ach ja, Sachen hier lassen. Und ja, wenn ich alles in die Nische legen würde. Achso, hier sind auch noch welche. Du bist eine leere Nische. Tada, Blueberry Pie. So, als Notreserve. So, ein neuer Pilz. Ich habe so das Gefühl, dass auch Gehen mittlerweile hungrig macht. Oh ja, der Bock. Es ist gerade Tag im Bock. Ich habe da nämlich ja auch noch was markiert gehabt. Genau, dieses Benief. Vielleicht kann ich im Bock noch ein paar Fische abgreifen unterwegs. Ah, redet man davon? So. War wenigstens ein Fisch. Eine Mana-Pflanze. Wachsen die nach? Oder spawnen die irgendwie? Warum spawnen dann keine neuen Fische? Das finde ich gemein. Also ja, ich wollte noch mal nach diesem Benief gucken. Hier kommt man nämlich ja gar nicht hin, außer man springt von oben runter. Darunter. Und eine Truhe. Chart of Recharging und eine Fackel. Das hat sie ja auch voll gebracht. Die Recharging Charts, die benutze ich gar nicht. Ich weiß nicht, was ich damit rechargen sollte überhaupt. Ja, das hätte ich mir echt sparen können, aber ich war neugierig, ob da was zum Buddeln ist, weil ich habe das damals nur aufgeschrieben, aber nicht versucht zu buddeln. So, jetzt bloß nicht wieder hier denselben Fehler machen und hier einfach runterflumpsen. Genau. So, haben wir zurzeit alles jetzt? Und ja, da ist der versteckte Schrein, übrigens, sehe ich gerade. Und da war diese gemeine Falle. Okay. River Tunnels, Warmbound Catacombs, Archives. Sehe ich soweit nichts mehr. Das kann ich mir mal notieren. Zauber,
So. Und nee, hier. Hier ist immer noch das Fitzel. Stimmt ja. Wie komme ich da hinten hin? Das habe ich auch nie rausgefunden. Durch die Kristallminen? Das glaube ich fast nicht, dass ich da hinten dann durch die Kristallminen rankomme. Aber egal. Das finde ich ein anderes Mal raus. Jetzt geht's erst einmal ab zurück zum Hamlet. Nein, da war der Shipwreck Beach. Da wollten wir hier nachgucken. Genau. Ey, Kumpel. So, Fleisch. Wir sind gut beladen mit allem möglichen Delikate-Zeug. Was war nur die eine Schildkröte hier? Das ist ein bisschen schade dann. Ich weiß gerade gar nicht, gehört das hier eigentlich auch zur Legende von Killhagen? Genau. Alles hier ist über Killhagen. Das gibt mir immer noch die Möglichkeit, also lässt mich immer noch denken, besser gesagt. Windgate Terminus. Ne, hier war nichts. Ah, schon wieder so ein Nostalgietrip. Gibt mir immer noch zu denken, dass Killhagen der Inselmeister ist. Hier kriegst du ein Stück Schildkröte. Weil alles hier ist über Kielhagen. Ja, und hier sind wir hinten rausgekommen. Hier ist aber auch nichts. Hier war das. Achso, das war der Bock hier, ja, okay. Läuft hier noch eine Schildkröte vielleicht rum? Wenn nicht, haben wir nur die eine Ausbeute gemacht. Das wäre dann ein bisschen ärmlich. Aber nee, ich sehe keine Schildkröten mehr. Wir sind wieder am Anfang. Da hinten ist unser Käfig. Ah, ja. Hier kann ich rum und ich kann mir den Sonnenuntergang ansehen. Also das Bild sieht sehr schön aus. Gut, die typischen Rätseleinlagen, die wir hier hatten. Okay. Katakomben. Killbridge Bock ist hier. Cemetery. Wie viel fehlt mir eigentlich noch für die anderen Sets? Hier fehlt mir noch ein Teil. Und ja, es gibt insgesamt. Für das hätte ich eigentlich fast alles. Es gibt das Archmage-Set, das besteht aus 4 Teilen. Das Rogue-Set besteht aus 5 Teilen. Da fehlt mir nur noch die Robe. Und eben das Kristall- und das Meteoriten-Set. Das sind die 4 Sets, die es laut den Steam-Achievements gibt. So, wenn wir hier sind schon mal, will ich jetzt mal das Rätsel hier machen. Cemetery Entrance ist hier. Also, der Cemetery Entrance ist hier. Licht geht aus. Gucken wir mal. 3 Schritt. Westlich ist da. Also sagen wir, hier ist der Eingang. 3 Schritte nach Westen. Also 3 Schritte nach Westen und dann 4 nach Süden, oder wie? Also 1, 2, 3, 1, 2. Das kann schon mal nicht gewesen sein. 1, 2. Oder ist hier mit gemeint? Nee, da kann ich auch nicht nach Süden. Ich kann nur hier nach Süden. Also
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 wäre hier. Nein, eins weiter. Nein, auch nicht. Westen, ist es Osten. Also Westen ist in die Richtung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Also hier oder in dem Bereich eben. Nein. 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 Nein, auch nicht. Höchstens hier. Ja, Tatsache hier. Und hier war so eine komische Knochenklinge, aber da die man die ziemlich leicht erreichen kann, nehme ich mal an, dass die nicht so. Bracelet of Tirin? Protection und faster Cooldown. Das ziehst du gleich mal an. Du hast das Stärke-Ding, okay. Das müsste dann das Rätsel gewesen sein, mit den beiden Rollen. Also, vom Eingang 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4. Ja. Okay, das war das Rätsel. Windgate war hier drüben. Nehmen wir wieder das Windgate nach unten. Oh, hier sind ja noch mal solche Schlüssel. Habe ich die einfach da übersehen? Okay, hier könnten wir nach oben, aber ich will den blauen. Warum ist der deaktiviert? Ja, genau. Wir waren so lange nicht mehr hier. Der ist noch deaktiviert. Also irgendwas ist da seltsam. Als ob die nicht mitladen. Kann ein Bug sein, kann so gewollt sein, ich weiß es nicht genau. Okay, wir sind auf jeden Fall besser ausgerüstet, haben besseren Zauber. Und ich höre Schritte. Ach, die höre ich von hier hinten. Das könnte auch Flügelschlagen sein. Ja, hier ist der Stein und hier drüben war auch was. Ja, eine Truhe. Und einen der Schlüssel haben wir, glaube ich, schon versenkt. Hier ist das Mausoleum. Da begegnen wir wieder dem Trickser. Bist du das Sanctuary? Ja. Ich glaube, hier flattern noch solche Kerle rum, solche Betrachter für Arme. Oh. Eine Notiz. Und irgendjemand hat seine Axt weggegeben. Okay, hier geht was auf. Das war schon mal nichts. Okay. Ich schaue mich gerade nach Knöpfen um, aber ich sehe jetzt soweit keine Knöpfe und hier ist auch nichts weiter aufgegangen, oder?